Hallöchen Leute, willkommen zurück hier bei Dead Island Riptide. Lizzie ist wieder da. Hallo! Und wie fandest du den Prolog? Lang. War geil, oder? War überhaupt. Und ich hatte total Schiss, weil es wirkte halt am Anfang direkt wie so ein Horrorspiel. Und das bin ich von diesem Spiel nicht gewöhnt, es tut mir leid. Hey, ich finde halt, es ist wirklich so krass, dass du direkt reingeschmissen wirst und in alle Gegnertypen und hast du nicht gesehen. Und die verstecken sich alle hinter Ecken und hüpfen dich an. Ich bin sogar einmal gestorben. Es ist echt übel gewesen. Ich bin keinmal gestorben. Respekt. Ich wäre bloß fast bei, ich weiß gar nicht, hattest du das mit auf der Aufnahme drauf? Mit meinem Captain? Nee. Okay, gut, ich bin bei dem Captain fast gestorben, also eigentlich nicht, aber es war halt, ich hatte keine Waffen dabei, weil meine alle kaputt waren. Und ich musste ihn irgendwie besiegen und es ging nicht. Wie kommen wir denn da rein? Weiß nicht, ich plündere hier erst die Leute. Gab's da so viel Was zu plündern? Was macht Lizzie anderes als im Urwald die Leute plündern? Wo bist du denn? Du bist in eine ganz andere Richtung gelaufen. Nee, ich bin noch hier bei den Leuten und plünder da alle. Okay, ist in Ordnung. Entschuldigung. Ja, ich frage mich, wie wir hier reinkommen. Ich glaube nicht, dass wir da rein sollen, sondern da oben drauf. Ja, ich weiß, dass wir da nicht rein sollen, aber wenn du hier von der Seite guckst, kommt man da eindeutig rein. Hier ist eine Tür, aber da kommen wir nicht rein. Da oben ist ein großes Loch im Dach. Aber muss man da von der Klippe aus drauf hüpfen? Könnte das sein? Nee, das klappt nicht. Aber guck mal auf die Klippe dahinter. Das sieht so aus, als könnte man von da aus aufs Dach. Also ich kann die Körper von hier aus plündern. Aber die Sachen da hinten in der Ecke ja weniger. Ja, aber die will ich ja. Metallschrott, okay. Zahnräder. Allen möglichen Scheiß hier angeschwemmt. Hier eine Klammer. Hast du's? Ja, funktioniert. Tür ist offen. Ah, okay. Also es hat funktioniert, vor der Klippe zu hüpfen. Oh nein, eine Aufnahme. Oh, juhu. My name is Angela Guerra. Hallo Angela Guerra. We've been in Palanai, working in a small village in the Eastern Highlands that had no electricity or phone. Mhm, ja. It has been an amazing time and they taught us so much. Amazing time, merkt ihr das, Schatz? Mhm. Hatu! Oh, wo kommt das denn her? Halt deine Nase mal. Oh, Nase, wo kommt das denn her? Aber schön hier, das habe ich im Intro schon gesagt, dass das hier wunderschön ist. Ich finde, also, das hier macht nochmal deutlich mehr her als der erste Teil, finde ich, von der Grafik. Ja, das stimmt. Ich frage mich, wie das jetzt im zweiten Teil wird. Denn was ihr noch nicht wisst, es ist ein zweiter Teil angekündigt für dieses Jahr. Für 2022. Hier geht's zum Paradise. Ja, also ich bin auch gespannt, ob der gut wird. Ist die andere Geschichte, ne? Ja, das werden wir dann auch sehen. Hey, unser erster Zombie auf der Insel. Dein erster Zombie auf der Insel? Er ist Matsch. Stehst du auf? Nö. Ich hab Golf gespielt. Yay! Ja, wir müssen hier auch nicht lang. Wir müssen wirklich über die Brücke da drüben. Ja, ich weiß. Okay. Hast Dann du, gehen wir doch mal über die Brücke. Hast du denn etwa Punkte? Was für Punkte? Unten auf der Minimap. Gerade nicht, nein. Stimmt, jetzt sind sie wieder da. Strange. Ich glaube, wenn du zu weit weg bist von den Brecheisen. Geschichten. Normalerweise sind die Punkte ja da, dass du von egal wo dahin findest. Ja, meine sind jetzt schon wieder weg gewesen und jetzt waren sie wieder da. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, in welche Richtung du guckst oder auf welcher Etage du bist, ich habe keine Ahnung. Ja, das könnte gut sein. Irgendwie schreit's da ein bisschen. Ja. Ah ja, Schiffbrüchige, hilft bei der Verteidigung des Dorfes. Ich wollte gerade sagen, entweder haben die ein Fest oder die werden angegriffen. Also ich vermute, das ist kein Fest. Meinst du? Habe ich so ein Gefühl. Boah, die halten aber auch viel aus. Ja, das dachte ich mir eben auch Level schon. 45? Also auf dem Schiff, das war eine Katastrophe. Ja, das Problem ist halt, dass wir keine guten Waffen haben. Ich habe gerade schon gesagt, ich wette, Harlow
fängt irgendwann so ein Lager an, wie Jin eins hatte. Hallo. Danke, das bin ich. Ja, die alte steht aber auch vorne hier. Nee, ich habe gerade eben schon gesagt, dass diese Harlow sicher... Die hieß doch Harlow, ne? Habe ich richtig im Kopf gehabt? Ja. Dass die mit Sicherheit so ein Lager anfängt wie Jin. Die haben doch alle Loot. Wenn die Loot haben, sind die doch weg. Ja, bin mir da nicht so sicher. Ernsthaft? Boah, ich kann hier auch schmeißen, wie ich will, aber es bringt einfach nichts. Bauplan genagelt. Oh, Bauplan. Und Nägel und Nägel und du hast den Basie-Fill. Das ist ja geil. Ja. Wir haben uns richtig gut reingeteilt. Total. Oh, hier ist ja viel los. Meinst du, die schaffen das? Ja, ne? Total. Oh, ich schlag die ganze Zeit auf den Überlebenden. Ja, das klappt ja gut. Oh, ein Snack. Also ein Überlebender von vier Stück und ich schlag genau nur den. Aua, ernsthaft? Boah, die sind aber auch schneller, oder? Boah, kannst du mal aus dem Weg gehen, ey. Der überlebende Gegner auf dem Sack. Es tut mir leid. So. Nein. Mach's kaputt hier. Mann, ey. Kannst du den Typen in Frieden lassen? Und mir mein Messer zurückgeben? Ich glaube, der ist gerade durch Fallschaden gestorben. Das könnte sein. Da draußen steht jemand. Ja, wir haben es geschafft. Achso. Henry. Henry hat ein Lager. Doch nicht Harlow. Falls ihr Wasserplätschern im Hintergrund hört, Bailey ist gerade am Trinken. Okay, nee, hört man nicht. Henrys Lager. Wo sind denn unsere Waffen? Warum kriegen wir die nicht wieder? Ich dachte, wir können unsere Waffen wenigstens behalten oder sowas. Wäre auf jeden Fall schön gewesen. Das ist doch Käse. Ich glaube, Messer-Sichel, es fängt wieder mit diesen ganzen Hacksachen an. Mein gutes Messer. Signalpistolenmunition. Ich werde verbessern, indem ich Stufe 2 da rein. Ach ja! Das sollte ich vielleicht tun. Das habe ich nicht upgrade. Bin doch ein dummes Ding. Oh. Komm, weg damit. Weg damit. Das kann ich noch gar nicht nutzen, ja. Das klappt ja super. So, dann geht's hier gleich mal richtig los. Ich habe mir gleich mal eine schöne Machete gekauft. Mhm. So, eine lilane Machete. So sieht das gut aus. Dann, bei wem können wir kaufen? Bei dir. Das siehst du da unten auf der Mapse. Oh yes, ich kann mir keine Machete kaufen. Ich habe auch mal alle meine Sachen außer die Brandklinge verkauft, um mir die Machete leisten zu können. Das wird trotzdem nichts. Ich habe sie mir gerade so leisten können. Aber wirklich gerade so. Du, ja, weil du das andere abgegradet hast. Wahrscheinlich, oder? Ja. Something good in here? Hat 10.000, ne? Ja, ich hatte gerade wirklich, dadurch, dass ich den Rest alles verkauft habe, hatte ich wirklich 11.000. Also das ging. Gerade bei 4.000. Ja, Upgrades sind teuer. Ja, gut. Hi, Trevor. Ich glaube erstmal, es gibt für mich keine neue Waffe. Wo the hell did you come from? Von dem Schiff. That piece of shit boat we're on sunk. You know, we need to talk about that bridge. It's funneling those things right to us. Trevor sieht irgendwie gruselig aus, oder? Ein bisschen, ja. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Klar, eine Nagelpistole kriegen wir als Belohnung. Das ist ja nice. Yay. Cool. Yes. I appreciate it. Grab the rolled fences and put them up in the designated spots. Okay, also wir nehmen Zäune und packen sie an die Stellen. Wo sind die Zäune? Also. Oh, ist das spannend. Ach da. Ist das spannend. Ein Zaun. Ich habe auch einen gebaut. Yay. Drei Zaun. Achso, dann kannst du da wieder wegnehmen. Hups. Ja, das ergibt nicht viel Sinn. Ich habe das aber auch gemacht. Ich will auch einen Zaun ja, machen. Ja, einen müsstest du doch haben. Muss so. Ich mit dir hin? Zauni? Ach, da ist Zauni.
Oh, das war anstrengend. Boah. Ja. Richtig schlimm. Also, bereite dich auf die Verteidigung des Dorfes vor. Kommt jetzt noch eine Welle? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eher so ein Wellenspiel hier. Also ich meine, dass wir müssen hier rein und dann müssen wir hier jetzt King of the Hill spielen. Mann, da freue ich mich aber. Gut, ich... Welle von Untoten werden deinen Perimeter angreifen. Du kannst an der Anzeige der Stärke der Horde auf dem Bildschirm sehen, wie viele Angreifer noch übrig sind. Alle Teammitglieder müssen überleben. Alle, okay. Ja, der erste schon tot. Kommen ganz viele. Ja, bei mir waren ganz viele. Ach so. Der erste von uns ist schon tot? Nee, der erste vom Gegner. Ach so. Ja, ich hatte einen umgebracht. Und ich mache hier gerade eine Horde kaputt. Okay, ich würde eine Horde kaputt machen, wenn gewisse Leute nicht schon wieder Probleme hätten mit ihrer Ausdauer. Ja, das kenne ich, das Problem. Ich habe vollkommen auf Ausdauer gespielt gehabt, ja? Und irgendwie funktioniert das nicht mehr so gut. Das geht Aua! Ran. Mach den platt. Achso, das bist du. Das bin ich. Von hier hinten kommt er. So, Alkohol. Bleibst du draußen? Oh, wir haben es geschafft. Yay! Quatsche mit Trevor. Struth. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now the fences are working, but you were right about the bridge. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Sprenge die Brücke. Kraftlose Signalpistole. Okay. Schatte, möchtest du Explosionen sehen? Ja, ne? Ja, natürlich. Oh, guck mal, da sind sogar Leute. Soll ich die platt machen? Oder? Nee, wir machen das hier. Oh. Na, warte mal, wer jetzt so nah dran stand. Ernsthaft? Ja. Haha, Mann, seid ihr dumm. Oh, ein Messer. Zurück in die Realität. Quest abgeschlossen. Yay? Oh. I heard the explosion. You blew the damn bridge. Was that really necessary? Well, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe whoa. You something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. Der hat doch auch gar nichts getan. Der wollte dich doch nur unter Quarantäne setzen. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he... What exactly are they doing here, Colonel? A rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard. Was war das denn gerade für eine Kameraeinstellung? Habe ich mich auch gerade gefragt, das sah sehr cool aus irgendwie. This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should need to get out. Off this goddamn island. Fuck me, man. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. Also ich muss sagen, ich stehe auf Harlows Outfit. Ja? Ja, die ist cool. Wenn ich mir einen Charakter hätte aussuchen können, hätte ich sie genommen. Also so, ne?
Hey du, na Zoe? What can I do to help? If I can electrify the fences, those damn things will fry when they run into them. But I need a power source. Cables and batteries should do it. Will okay. you bring me some? Ich hab ein paar in der Tasche. The cables are in a shack not far from here, and the batteries are at a camping site. Also ich hab ein paar in der Tasche. Wie viele brauchst du denn? Gut, ich darf nicht mit dir handeln. Ich darf nicht mit dir handeln. Ich darf dir die nicht geben. Nee, wir haben auch sicherlich keine mehr, Schatzi. Wir haben alle Items verloren. Nein, ich hatte die Sachen in der Tasche. Ich habe alles aufgesammelt im Schiff. Schatzi, ich habe da alles geplündert, was man plündern konnte. Die Schiffssachen haben wir auch nicht mehr. Guck doch mal ins Inventar. Ich habe doch gerade eben am Dings, hatte ich die noch. Ich war doch hier. An der Station hier. Okay, das ist strange. Macheti? Macheti und eine Postkarte. Postkarte! Rutsch rüber! Nein! Ja! Oh. Mit dir rede ich noch nicht. Ich brauche deinen Molotovs. Hast du jetzt Sachen im Lager? Was habt ihr hier für eine dunkle Ecke? Warum tanzt der Typ hier? Das ist creepy. Tanzende Typen? Der Colonel tanzt da. Der Colonel tanzt hier hinten? Der hat da getanzt, ja. Der kratzt sich den Rücken, ja, das stimmt. Oh, unsere unsichtbaren Leute sieht man endlich mal. Das ist ja cool. Und hier ist ein Schnellreiseding. Was, unsere unsichtbaren Leute? Ja, hier draußen. Die stehen beim Colonel. Ja, ja. Unsichtbaren okay, Bros. Er macht Drecki und Strecki. Okay, gut. Ich wollte eigentlich die Leute hier... Die Nebenquest annehmen. What can I do to help? You should go down and check the beach. Something from that wrecked ship might have reached ashore. Something we can use. You should go see what you can find. Something we can use. Yes. Be careful, okay? There are a lot of those things out there. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich fragt, was mit unserer Freundin Jerema passiert ist? Bitte, die wurde eingesackt und die ist irgendwo anders. Das könnte natürlich sein. Weil sie wurde ja weggebracht. Es wurde ja gesagt. That's not gonna cause any problems for the rest of us, is it? We've got enough to worry about. I don't think that's your. Die Frage ist halt, wohin sie gebracht wurde, ne? Tell me how to get to Henderson. The jungle's flooded from the. So I think the only way is by the sea. One of the other guys here is from Halai, and he says it's a fishing village. They should still have boats. Once you get one of them, it shouldn't be hard to reach Henderson. When are you leaving? Wir brauchen also ein Boot. Okay. As you can see, we each contribute to the team's safety and well-being with our own particular talents. If you bring us the right supplies, you can take advantage of our talents too. Neuanfänge. Frage bezüglich des Bootes herum. Vor der Stadt. Und da haben wir gehe zum Strand und da... Ach so, wir brauchen spezielle Autobatterien, Schatzi. Guck mal auf die Map. Das ist hier eine Stadt weiter. Ja, gut. Deswegen, da können wir lange irgendwie irgendwas wollen. Wollen wir erstmal zum Strand gehen? Das Geschenk des Himmels machen? Können wir machen. Oh. Toll. Ich wollte auf Laufen drücken und wurde wirklich drauf auftreten. So, du hast keine interessanten Sachen, ne? Genau. So, was kann ich verkaufen? Die sich. Ja, ich glaube, das sollte man, wenn, erstmal nach leer schießen, bevor man das verkauft. Naja, okay. Ja, gebrannt. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Reparieren. Machete. Upgrade. Einmal Machete upgraden. Woo! Kommst du mit? Hier sind Freunde. Ganz yes, viele. Yes, I do. Naja, so viele auch nicht, aber ein paar. Ach ja, meine Machete hatte ich ja noch gar nicht geupgradet. Ich habe mir die zwei genommen, aber noch nicht geupgradet. Metallschrott. Ja, dann komm gerne wieder zurück. Ich muss gerade erstmal die zum Bombardenten hier
Ich habe hier in der Ecke auch noch ein Fleischmesser für dich gefunden, was du noch mitnehmen kannst. Auch wenn du es nicht brauchst, kannst du es verkaufen. Weißmesser sind nicht so meins. Auch wenn du es nicht brauchst, kannst du es verkaufen. Wir brauchen jetzt wieder alles, Schatzi. Ja. Ja. Hier in der Ecke. Da. Aber da war Geld. Geld nehme ich auch schon mal mit. Was haben wir da oben? Draht. Oh, Draht. Nice. Ich brauche immer Draht. Ja. So, wie gesagt, ich muss erstmal meine Machete upgraden. Ja, grade du ab. Falls ihr noch genügend Geld dafür habt, das ist halt echt traurig. So. Messer, Machete. Motorteile. Das reparieren wir und das reparieren wir und das reparieren wir. So. Und die Machete, die graden wir ab. So, ich würde mir mal da einen Wegpunkt hinsetzen. Das können wir uns, glaube ich, ganz gut angucken. Wenn ihr noch ärmer ist, perfekt. Welches Level ist deine Machete jetzt? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du solltest noch irgendwas futtern, oder? Messerstab. 39. Das ist ja nicht das Upgrade. Du hast ja die Punkte darunter, das meine ich. Welche Punkte darunter? Unter der Machete hast du eine Anzahl von Punkten. Hast du 4 Punkte? Ja, ich habe 4 Punkte. Ach, du hast es komplett abgegradet schon. Wow. Ja. Warum hast du schon wieder so viel Geld? Ich habe doch nicht viel Geld. Ich bin doch nur bei 3000, die ich noch habe. Ich konnte du hast dir eine Waffe gekauft, ich konnte mir keine kaufen. Ach, du hast dir die billige Machete abgegradet von drin, meinst du? Ja. Ach so. Weil ich ja keine gute habe. Ach so. Deshalb war es mir wichtig, die noch abzugraden. Ich verstehe. Ah, hallo. Alkohol. Ja, das sind die, die ich ja erlegt habe. Ja, das hast du gut gemacht. Also, hier waren eigentlich 3 Stück. Hoppala. Moin. Moin, Leute. Oh, ist das hübsch hier. Geld, Feuerzeuggas. Feuerzeuggas? Wären wir hier wieder bei Leitergas? Ja, ich wollte gerade sagen, hatten wir das nicht heute? Nee, das war gestern. Runter an den Strand müssen wir wieder, aber ich bin hier gerade an einer kleinen Lagune, wo. Die hat ein Messer dabei, das ist kein gutes Zeichen. Her? Oh ja, das ist absolut kein gutes Zeichen. Wurdest du beschmissen? Nö. Nicht beschmissen, aber die Frau hat mich angeschnitzt. Hast du ihr Messer mitgenommen? Ja. Ich hätte gedacht, wir gehen in die andere Richtung an den Strand. Aber hier ist doch... Wir sollten doch hier runter. Es ist doch scheißegal, wo wir runter sollen. Wir kommen doch beiden... Na gut, dann gehen wir die andere Seite wieder hoch. Ich habe halt gedacht, wegen Erkunden und so, dass wir was Neues sehen und nicht die alte Kunden, Scheiße. Erkunden. Aber mein Weg führt hier lang. Ey, ihr wart vorher alle tot. Wo kommt ihr denn jetzt her? Oh Gott, warum so viele auf einmal? Das ist eine äußerst gute Frage. Also, ich muss sagen, das ist hier eindeutig mehr geworden. Mhm. Hallo. Ich glaube, ich bin gleich Puppe. Habe ich so ein Gefühl. Hast du denn in der Stadt noch was gesoffen? Ja, eigentlich schon. Und dann wurde ich mit einem Messer angeschnitzt. Oh Gott, aua. Boah, ihr seid aber auch nervtötend. Und stark. Klingenwaffen, Fähigkeitsstufe 1? Man kann Fähigkeiten upgraden? Ja, das weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert. Aber ich habe es auch schon gesehen. Wahrscheinlich einfach, wenn man sie benutzt. Kann gut sein. Gehe ich mal von aus. Oh. So. Oh. GG. Hier hinten ist wieder alles voll. Das ist gut. Geld können wir immer gut gebrauchen. Hier auch wieder voll gefüllt. Ja, auch wieder voll gefüllt. Nice. Mittlere Medikits, Mollys. Alles wieder voll. Ist das klasse. Was machst du? Ja, was? Ich frag dich, was du tust. Ich bin hier umschauen.
Finde schöne Dinge. Suche im grünen Bereich nach hervorgehobenen Sachen. Ich habe hier meine Bade-Area gefunden. Ist wunderschön. Was suche ich denn hier nochmal am Strand? Keine Ahnung. Was suchen wir denn eigentlich? Oh, Oleander, Oleander. Suche am Strand nach Vorräten. Okay, Vorräte also. Oh. Okay, ich bin verwirrt. Auf einmal kommt hier Wassergeplätscher, aber hier ist nichts ins Wasser gefallen. I think I saw this spot in the brochure. Wo zum Teufel bin ich denn eigentlich hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Du gehst gerade den Weg lang, wo ich eigentlich runtergehen wollte. Ach so. Ja, hier bin ich aber trotzdem falsch. Schau doch mal auf die Map. Ja, ich schau ja auf die Map, das ist es ja. Oh, hier kann ich hochklettern. Liane. Ich glaube, ich zwar eigentlich daneben, aber irgendwie kletter ich da trotzdem hoch. Faszinierend. Muni, hurra. Wo sind denn hier fucking Vorräte? Wo bin ich denn? Suche im grünen vorgehobenen Bereich auf der Minikarte nach deinem Missionsziel. Ich suche ja die ganze Zeit. Ich suche und suche, aber ich finde nichts. Hallo. Oder, ach, Nahrungsmittelvorräte. Da, meine Fresse. Hi. Hi, na, wieder da? Wieder geschafft. Lizzie hat die ganze Insel schon erkundet, während ich hier nach Konservendosen suche. Möglich? Nein, das stimmt nicht. Nicht die ganze Insel, aber ich habe einen schönen Ausflug durchs Badeparadies gemacht. Naja. Hat absolut nichts gebracht. Nein. Also ich habe da nichts gefunden. Das war schön. Also kann ich nicht so empfehlen, muss ich sagen. Where the fuck is it? Oh, ist das ein Tresor da hinten? Nee, ist eine Kiste mit einem flexiblen Schlauch daneben. Ein Zahnrad. Und wo ist hier die Nahrungsmittelkonserve? Da ist sie. Gib das her. Alright, I got it. Nee, Verbände. Wollte gerade sagen, Objekt gefunden, Verbände. Ja, ich dachte, wir suchen dreimal Nahrungsmittelkonserven. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, dass da plötzlich was anderes rauskommt. Gesundheit, jetzt du auch noch. Ja, Entschuldigung. Puh. So. Du bist hier hochgegangen, ne? Mhm. Und dann bin ich einmal im Kreis gelaufen. Also macht nicht so viel Sinn, ne? Da hinten ist wieder was Lebendiges. Ja, stimmt. Naja, lebendig würde ich es vielleicht nicht nennen, aber jedenfalls nicht tot. Halb lebendig. Oh Gott! Stiehlt die Alte sich hier in mein Blickfeld. Ah. Hilfe? Ja, toll. Tod dank Torb, der im Weg stand, weil ich... Ja. Was soll man dazu noch sagen? Der Korb runter mit dir. Ich räche Lizzie. Flatsch. Komme. Ja, lass dir Zeit. Ist hier jetzt schon alles weg. Na ja, gut, dann plündere ich hier mal ein bisschen. Und noch was? Die 4 Deo-Bomben habe ich. Also die Nagelpistole ist irgendwie kacke. Es ist zwar cool, dass man die Nägel wieder zurückbekommt in der Theorie, aber in der Praxis ist die Pistole einfach scheiße. So nicht so das Wahre. Nee, macht keinen Spaß. Nicht so der gelbe from the Eck. Oh, was haben wir denn hier? Ey, wo kommst du denn jetzt Wasserflaschen. Her? Wasserflaschen. Oh, thank God. Mhm, genau daran habe ich auch gedacht. Und ein Kistchen. Kistchen? Wo? Da. Ach, da. Wow, ein ermüdender Polizeiknüppel. Das ist ja geil. So, wollen wir hier noch bis ans Ende laufen? Da ist irgendein komisches Voodoo-Dings, würde ich fast sagen. Oh, und ich will eine Sache. Ich will ein. Renn da bitte nicht rein. Renn da bitte nicht rein. Renn da bitte nicht rein. Wow, das dauert ja Ewigkeiten, bis das hochgeht. Ist das dumm? Hat ein bisschen gedauert. Naja, aber es hat geklappt. Die beiden sind tot. Ja, das stimmt wohl. Hab daneben geschlagen und trotzdem seinen Arm abgetrennt. Okay, wo geht's hier hin? Sandhöhle.
Sandhöhle. Klingt cool. Ich habe ein bisschen Angst davor, da reinzugehen. Ja, wegen dem Level, was sie da wahrscheinlich haben werden. Ah, ich finde es halt echt ziemlich krank. Wir sind jetzt Level... Also ich bin Level 41. Und ja. Du bist Level 39. Und wir bekommen hier einfach die Horden und Horden an Level 45ern entgegengestellt. Ja. Und das finde ich halt schon krass. Das macht schon Angst. Das ist korrekt. Ja, wollen wir in die Sandhöhle reingucken? Können wir gerne machen. Dann gucken wir doch mal. Kapitel 2. Ja, wir sind jetzt halt schon Kapitel 2. Sandhöhli! Aha, was zu plündern? Direkt hier. Stinker! How about I do that again? Oh Gott, die sind ja alle am Leben. Meine Machete! Oh nein, die stinken noch ganz schön lange weiter. So, ich hoffe, das hat geholfen. Ich habe da schon einen Schläger besiegt. Warum kriege ich denn jetzt erst den Eintrag? Ich muss mal einmal meine Sachen wieder einsammeln. Ja, mach das. Irgendjemand hat ja, glaube ich, meine Machete. Hier kommen ein paar Rinde. So wundere dich nicht, falls es gleich kriminell wird. Wer hat denn hier meine Machete? Wofür kaufe ich meine Machete, wenn die jetzt hier irgendwo liegt? Oder ja, kann oder konntest ist schon wieder was verschwunden oder wie? Oder hast du die aufgesammelt? Kann es sein, dass du hier die hier du aufsammeln kannst? Können wir gleich mal gucken, aber bis jetzt glaube ich nicht, nö. Wie heißt die denn oder es ist das einzige lila Ding, was bisher. Nö, ich habe kein lila Ding. Wow. Ich freue mich total. Ey, warum kaufe ich mir die für 10.000, wenn sie dann schon wieder weg ist? Das ist halt wirklich eine gute Frage. Und diese Sandhöhle, ja? Was haben wir damit jetzt gekonnt? Hier war ja... Also, hier kommst du ja nicht weiter. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also, wahrscheinlich müssen wir hier später irgendwann mal rein, um einen Schädel zu holen oder sowas. Tja, und für... Akut habe ich jetzt nur geschafft, dass meine Machete verschwunden ist. Das ist super. Ich würde die gerne suchen, aber ich glaube, es bringt nichts. Ja, wo könntest du sie denn verloren haben? Ich habe sie hier in den ersten Zombie geschmissen eigentlich. Ich guck gleich nochmal in die... Vielleicht hier irgendwo am Rand oder so? Ich weiß nicht. Bevor wir herausgehen, wir müssen eh eine Folgenpause machen. Ich guck mal, welchen Zombie ich damit abgeschmissen habe und dann gucken wir mal, wo die gelandet ist, bevor wir hier rausgehen. Okay, gut. Okay, ja, Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Ich find's immer noch krass und mit meiner Spezialfähigkeit geht's halbwegs. Also den Schläger und sowas, die habe ich ja gerade wirklich nur mit dieser Spezialfähigkeit umgelegt, aber ich hasse es, dass meine Machete weg ist. Ich hasse es! Naja, gut. Verständlich. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.